So, den hast du nicht kommen sehen, wa? Digga, 480 oder wie? Ich bin gerade 480 gefahren. Damit hallo herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Crew Motorfest. Auf PC sind wir wieder, wenn's genehmigt, ja? Das ist ja wunderbar. Und, du solltest Playlists immer abschließen. Ja, ja, weiß ich ja Bescheid. Machen wir ja jetzt. Es geht weiter nämlich mit der nächsten Playlist. Du solltest nicht so wählerisch sein. Nun, da du das Donut-Team kennst, weißt du vermutlich, worauf du dich einlässt. Glaub mir, die haben noch mehr Überraschungen auf Lager. Ja, die wollen wir doch sehen, Mann. Wir fahren aber wieder hin mit unserem richtig wunderschönen Porsche hier. Der mittlerweile auch ein paar geilere Reifen bekommen hat, ja. Ab jetzt ist die Stadt dein Spielplatz. Und deine erste urbane Herausforderung ist ein wilder amerikanischer Straßenkampf. Oh Gott. Ja, die, ich nicht mehr verraten. Ich habe versprochen, James die Details zu überlassen. Das erste Kapitel hatten wir ja bereits gespielt. Aber mal sehen, was das hier für uns bereithält, Digga. Was das hier für uns bereithält. Wir waren jetzt wieder auf 4 von 5er Schwierigkeit, weil das war für die ganzen anderen Geschichten ein bisschen schwierig, sage ich mal. Deswegen bleiben wir jetzt einfach auf 4, weil gerade bei diesem Live-Summit war das nicht schaffbar. Ja, weiter geht's. Tough boys and girls, you think you've got muscles? Well, how about you take it to the streets in a Chevy Camaro ZL1 or a Shelby Mustang GT500 to find out who's got the biggest American muscles? Spoiler, it's me. Ja, den Shelby sind wir schon mal gefahren, so ein bisschen. Deswegen nehme ich hier mal den Camaro, ne? Der gefällt mir irgendwie auch von Design ein bisschen nicer, sag ich mal. Aber jetzt gegen den Mustang fahren zu müssen, weiß ich ja nicht. Und schnappen wir uns. Oh ne, das ist so ein geteiltes Ding. Ich hasse das. Ich hasse das. Oh, wer dreht da? Bin ich das oder? Nee, das ist der Typ, der da seinen Motor so hochdreht. Ja, mach ihn dir ruhig noch vom Rennen kaputt. Oh, ein bisschen hier, ein bisschen Power, ne? Oh Gott. Ja, ich hasse das, wenn es so eng ist hier. Ja, natürlich mehr Boost. Muss eigentlich auch sparen, den Boost, ne? Aber... Okay, haben wir. Don't mind him.
Ja, der Wagen ist halt so breit, weißt du? Ist halt ein bisschen. Ein bisschen schwierig hier mit den Coverinos. Mir gefällt die Karre, muss ich sagen. Ja, so schlecht genommen, wie man es hätte nehmen können. So, auch da haben wir den Denerino mal wieder ein bisschen geschlagen. Was denn da los? So, gleich zum nächsten. Der Porsche hat ja mittlerweile auch ein bisschen Dampf unterm Hintern. Ich mag den Porsche echt gerne, ne? Davon vergleichen sie Billigteile mit High-End-Versionen. Das nennen sie High-Low und davon bekommst du jetzt einen Vorgeschmack. Was ist hier wieder? Digga. Oh. In diesem Was haben wir da wieder? Ah, das hatten wir schon. Okay. Nissan 370Z Nismo fahren. Eine Radarfalle, Digga. Ja. Machen wir weiter. Nissan 370Z Nismo, ja. Zielfahrt deine Bestzeit. Except for high car. In this time attack you'll get to drive both 370Zs for one lap each on the same track to find out for yourself what the difference between cheap mods and expensive mods really is. Can you beat your own time switching from low car to high car? Show us then. Does more expensive mean more better? I mean, yeah. No, definitely. Doesn't spot more. We did it in real life. Shot. Let's see what you can do with that setup coming straight from the sale rack. Give it the beans! Gibt's hier irgendeine Dings, oder? Thank you.
schicker Wagen. Aber die Farbe weiß ich jetzt nicht. Sicherlich nicht meins. Okay, der geht ein bisschen mehr ab. I believe you slightly scratched the paint. Okay, we've done the whole part switching thingy, brakes, tire, suspension, exhaust. Only the best for my baby. Here comes the straight line. Time to put that Nismo high car to the test. Punch it! Driving right now, but I just want to call out that I'm doing a really good job flying this drone. It's my first day. Nail it. Ja, in dem Fall muss ich das wohl bestätigen. Schön. So, eins schauen wir auf jeden Fall noch, ja. Bleiben wir im städtischen Bereich, aber wir drehen etwas an der Intensität. Motorfest hat Donut Media mit zwei unfassbaren Autos ausgestattet und wie ich James kenne, fällt ihm dazu sicher was ein. Oh, schön. More power, baby! Motorfest gave us two hypercars with more power than anyone would ever need. Choose between the Bugatti Centuriace and the Koenigsegg Jesko and race through downtown Honolulu. Which car will set the new downtown speed record? And who will split an order of shaved ice with me? Hey, can we get some shaved ice on set? Oh ja, good luck. Schwierig. Ich finde ja den Centuriace sehr, sehr geil von der Optik. Bin ich noch nie gefahren. Den Jesko aber auch noch nicht in dem Game. Also, ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Ich will mal den Bugatti fahren, komm. Whoa, someone woke up in a new Bugatti. Digga, die Musik gerade dazu. Ja, gegen den Jesko bin ich, sehe ich mich ehrlich im Nachteil, muss ich sagen, mit dem Auto. Aber ich weiß es nicht. In den Grand Races ist der zumindest immer sehr weit vorne mit dabei. Also irgendwas wird er auf dem Kasten haben. Bugatti ist halt einfach ein Statussymbol auch, ne? Das ist dieses Ding. Ah, danke. Oh,
So, den hast du nicht kommen sehen, wa? Digga, 480 oder wie? Digga, 480 gefahren. Ach du Scheiße. Ja, ich komme nicht mit der Kurvenlage. War nicht so gut, ne, Jesko? Aber der fährt echt geil, ne? After the docks, how about a little tour of the countryside? Ja, aber der Jesko schiebt, ne? Ja, ja. Okay, Digga. Ich muss mir den kaufen, diesen Wagen. Der bockt schon, aber den Jesko muss ich halt reichen. Ich muss alles kaufen, aber ich brauche viel, viel mehr Geld, Digga. Digga, wenn du überhaupt heißt es 110, okay? 100 für 100, 110. 110. Danke dir. 10 spricht da richtig, aber 100 nicht. Läuft. So, eins machen wir auch noch hier. Schaffen wir sogar. Das nächste Ziel? Diamond Head. Los geht's. Keine Zeit zum Surfen. Wir driften. Ich darf dir nur einen Hinweis geben. Du fährst eins von James' Lieblingsgefährten. Ja, da ich die Jungs sonst nicht kenne, habe ich keine Ahnung, was das für ein Fahrzeug ist. Wir werden gleich schlauer sein. Aha. Now's your chance to get sideways, muchacho. You'll be drifting this Mitsubishi Lancer Evo X up and down the corkscrew. The only one you're competing in this challenge against is yourself, just like in life. Can you get all steezy with your slide? And how long can you maintain your drift? So why do we hold on, stuck in the stormy weather? Okay, oh.
muss schneller werden, Digga. This place is amazing. It's like a playground for drifters. You know, that's what they say about Los Angeles these days. Ja, Digga, wenn man den Combo nicht mitnimmt, Digga. Ja, wir kommen so gar nicht auf Pace, Digga. Also machen wir gleich nochmal, Digga, an den Wert vom lieben Dennis müssen wir nochmal auf alle Fälle überkommen, ja. Yep, das muss besser sein. Gebe ich mich nicht mit zufrieden. Nochmal. Da schreit natürlich das Ego, da müssen wir natürlich vorne sein. Game on! Go drift, my friend! Go drift to your heart's content! Is amazing. It's like a playground for drifters. You know, that's what they say about Los Angeles these days. Okay, das ist, wenn man es einmal drin hat. Lancer Evo, my friend said it was the fastest car that he's ever driven. What's up, Dan? I bet you never thought you'd be in a video game. Digga, jetzt wird es versenkt, Digga. Jetzt wird dieser Wert. Oh, okay. Das war geil, Mann. Den nehmen wir gern mit. Alter Schwede. Alter Schwede. Und damit bin ich gerade mal P43.000 auf der Welt. Also driften sieht irgendwie mies aus. So, oh, das ist ein bisschen zu fahren tatsächlich. Das war's von dieser Folge. Nächste Folge geht's dann hier weiter. Und ich würde sagen, tausend Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao.